Wie ich das alles aufzeichne, ist mittlerweile ein bisschen anders geworden und eigentlich ganz leicht. Ich habe hier ein USB-Mikroskop, Mikroskop, Mikrofon, ein Samson USB-Mikrofon angeschlossen. Ja, und jetzt habe ich mir mittlerweile den Flashback Pro Recorder geholt. Was heißt geholt? Ich habe mir den erstmal runtergeladen. Im Moment bin ich noch in der Versuchs Reihe, aber das scheint sehr gut zu funktionieren, macht keine Schwierigkeiten. Und ich habe mir dann hier ein kleines Programm geschrieben, was den steuert. Das Programm ist besser, ich habe es mir unten in die Taskleiste gelegt und ich zeige mal, wie das ganze Ding reagiert. Hier oben öffnet sich jetzt meine selbst erstellte Zeile. Ich sage okay, ich lade Flashback. Wenn sich Flashback geladen hat, das meldet sich. Also ich habe hier oben auch den Knopf verschwinden lassen. Hier, der Knopf ist verschwunden, damit ich es nicht zweimal lade. Ist zwar Blödsinn, aber das würde den Speicher unnötig belasten. Ja, und jetzt gehe ich hier auf meine Version von Flashback Pro 5 ist es im Moment und könnte fast loslegen. Da ich weiterhin mit Windows Journal arbeite, also diese Dateien nicht versende, beziehungsweise mir auch keine aus dem Internet lade, habe ich mir hier schon Windows Journal eingerichtet, mit dem ich eigentlich immer arbeite. Jetzt heißt es bloß noch, ich drücke auf meinen Knopf, Start, und er sagt hier, wähle dein Fenster aus. Das Fenster leuchtet rot und dann sage ich, okay, Rekord. Jetzt sagt er bloß noch 1, 2, 3 oder 3, 2, 1, Peng. Hier oben habe ich schnell so einen Timer reingeschmissen, der ist jetzt nicht sehr schick, also weil der zählt, zwar sollte es immer zweistellig anzeigen, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. So, und dann kann ich hier loslegen. Also ich schreibe mal Probe in Braun und dieses Programm betreffend, und das lasse ich jetzt mal betreffend und sage okay, so wie ich es im Unterricht dann frage, gibt es noch irgendwelche Fragen, und drücke Pause. Dann habe ich mir eingerichtet, dass hier nochmal im Bild auch später im Film Pause erscheint. Wenn ich jetzt wieder Pause drücke, also der Timer hält natürlich an hier oben, ne, der hat gestoppt, und ich drücke nochmal Pause, dann heißt das, es geht weiter. Nochmal für mich zur Information, Pause ist jetzt beendet, ich kann jetzt weitermachen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt bloß noch Stopp drücke, dann ist die Sache wieder erledigt. Dann speichert hinten im Hintergrund Flashback Pro das Video, was ich getan habe. Ich mache mal dicht, das muss ich jetzt nicht speichern. Steht noch hier, ich könnte jetzt weitermachen, aber ich lasse es jetzt mal. So, das bis dahin. Ich hoffe, es hilft allen denen, die ihren Unterricht mitschneiden wollen. Fragen kann ich dazu gerne beantworten, aber nicht zu viel. Also den Link werde ich wahrscheinlich von Flashback Pro da auch installieren. Na denn, ich wünsche viel Vergnügen beim Aufnehmen.